Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Leseliebe in ziemlicher Stille. Also ein paar Glöckchen an Schafen läuten noch und so der eine oder andere Vogel zwitschert, aber ansonsten ist es hier einfach still. Ich bin oberhalb von Garmisch und ich erzähle dir jetzt was zu dem neuen Buch von Andreas Schwarz, das sich rund um die Meditation dreht. Das Tolle ist, also ich habe ja schon viele Meditationsbücher gelesen und. Also dieses hier ist jetzt insofern so toll, als du es tatsächlich über 2 Monate aufgeteilt lesen kannst. Das finde ich super grandios, weil dann kannst du Woche für Woche etwas umsetzen. Es sind 8 Stufen und deswegen nenne ich das mal ein 2-Monats-Buch. Und er hat die Meditation entschlüsselt, wofür es alles gut ist, wie es funktioniert. Juhu! Er hat in diesem Buch, das finde ich immer so wichtig, beide Gehirnhälftenfraktionen angesprochen. Also sowohl die Wissenschaftler als auch die Esos kriegen hier Informationen ohne Ende. 10 Hammergründe, weshalb man Meditation machen sollte. Also ich meditiere jetzt regelmäßig seit 2 Jahren und ich muss sagen, das Leben hat sich total verändert. Total. Du kannst das gerne bei anderen nachlesen. Bei mir ist es einfach so, dass meine Gelassenheit unter anderem daherkommt und auch dieses im Hier und Jetzt sein und alles genießen, was da ist. Das ist ganz, ganz toll. Du kannst mit Hilfe der Meditation deinen Rucksack leer machen und wenn du hier unterwegs bist in den Bergen mit einem leeren Rucksack, kommst du natürlich ganz anders vorwärts als mit einem, der voll ist. Ja? Und deswegen bin ich so ein bisschen Lady Buddha, kommt in dem Buch auch vor, finde ich absolut herrlich, fühle ich mich angesprochen, ja. Und dann ist da eine Treppe drin, wir wissen ja, Treppen gibt es bei mir in Videos noch mehr, die Treppe der Nützlichkeit, ganz, ganz toll. Ich kann dir das nur empfehlen, das Buch, auch wenn du schon meditierst, manchmal, also ich finde es ganz charmant, wenn ich etwas mache und etwas super funktioniert. Das kenne ich so von früher, vom Mentoring bei Tobias Beck. Ich mache intuitiv manchmal Sachen und dann kommt einer und erklärt mir, warum ich das so mache. Und so ein Buch ist das auch für Menschen, die sowieso schon meditieren. Ich kann es nur empfehlen, für die, die neu anfangen wollen, wenn sie mehr verstehen wollen. Ganz, ganz tolles Buch. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bitte nicht vergessen, kommentieren, wenn ihr gelesen habt, kommentieren, bevor ihr lest, wie es euch hier gefallen hat und lest doch, schaut doch noch andere Leselieben an, ich habe euch hier das verlinkt. Je mehr Kommentare und je mehr ihr lest und je mehr Echo ihr mir gebt, desto glücklicher bin ich und auch die anderen wissen dann auch eure Meinung, weil jetzt wissen sie nur meine. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Und noch ein bisschen Stille vielleicht. Es ist so grandios hier oben.